gibt es auch nicht wirklich was Besonderes, außer vielleicht hier Phönixfeder, Äther. Und hier muss man später zurück. Ist das ein Megafon? Sowas brauche ich nicht. Du nicht, aber du hättest es mitnehmen können für jemand anderen. Da kriegen wir es halt später. Hier ist wieder was zum Speichern. Ein Ruheraum. Ausruhen! Und unsere Werte sind natürlich wieder voll. Wunderbar. So. Ja, die 100% in diesem Spiel zu erreichen, wird schwer sein. Deswegen habe ich auch noch nicht den 100% im Titel. Also wenn irgendwann ein Part 100% heißt, habe ich 100% erreicht. Abgeschlossen, okay. Und gleich angegriffen vom Monster, ich pack es nicht. So, Brenne! Oder irgendwas in der Art und Weise. So, und jetzt erstmal was trinken. Musste sein. Damit mein Hals nicht irgendwie verwirrt, obwohl durch den ganzen Schleim und so. Hehe, ich rede von Schleim. Werden ihr vielleicht sogar was essen? Das ist sehr unappetitlich. Sorry dafür. Midgar-Teil. Ein Teil öffnet sich. Okay. Ach ja. Ich vergaß. Immer wieder das gleiche Prozedere. Öffnet sich erst eine Kiste. Man hier die Dinge einpasst. Total vergessen. Und natürlich werden wir weiter von den Gegnern behagt. Ja, nun, was bist denn du? Egal, was du bist, bist gleich tot. Oh, Feuer war sehr gut. Und der Blitz gibt den Rest. What the fuck? Ich muss schon sagen. Der den Blitz ausgehalten hätte, hätte ich den Glauben verloren. So. Wie viele Teile fehlen noch? Zwei? Nee, es fehlen zwei. Der eine Teil ist kaputt. Abgeschlossen, okay. Aber vielleicht fehlen noch zwei? Also mehr als zwei. Wie vorhin? Also vorhin noch drei. Jetzt fehlen noch zwei, oder? Oder kriege ich jetzt die Kiste? Nee, ich muss die Kiste mit dem Code kriegen. Genau, damit hätte sich der Code, die Codekiste geöffnet.
Und ich werde hier noch vom Monster angegriffen, ist klar. Und zwei solche Hammerbrüder, ach du Scheiße. Na! Macht nichts, einfach Eis, Blitz oder sonst was drauf und oh, mein Tod. Na, die alle Substanz ist gar nicht mal so schlecht. Und Schlüssel auf die Pokarte 66. Oh, wir sehen. Die gehen alle in das Gebäude da rein. Ausspionieren. Hochklettern. So. Und weiter geht's. Wow. So viele Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzung für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Gil. Ach du Scheiße. Eure Schuld. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7, wie er ist. Und fangen den Neo-Midgar-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makrosätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala. Und bitte berücksichtig. Auch unser Raubprogramm im Budget. Reef und Scarlet verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Höhe. Oh Mann. Mein Herr, wenn sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Ha ha ha! Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Dieser Verfluchte! Hojo, wie geht es dem Mädchen? Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin nicht noch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen, aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen. Oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was? Züchten? Das ist ein Mensch, kein Tier! Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Etwas stinkt hier.
hat die uns vielleicht bemerkt? Ja, nicht so gut. Sie sprachen über Helena, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach. Okay, gehen wir ihnen nach. Klingt vernünftig. So, damit auch jeder denkt, wir waren auf Toilette und ja. Hat eigentlich keine Auswirkungen auf den Verlauf, aber eigentlich taktisch wäre es klug. Oh, Hojo. Hojo Mojo. Hojo, hä? Er geht hoch zu 67. Theoretisch haben wir eigentlich keine Codekarte. Aber er öffnet uns die Tür und ich bleibe natürlich auf. Ist ja klar. Ich erinnere mich an ihn. Diesen Hojo-Typ, er ist Chef der wissenschaftlichen Abteilung der Shinra. Sveneta, kennst du ihn? Nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Okay. Hier können wir... Können wir rein? Hier war ich noch nie drin, ganz ehrlich. Also zumindest nicht einfach so. Oh je. Natürlich gibt's hier keine. Das hätte ich mir ja denken können. Analy? Was? Okay, schaue ich mich hier nicht so um. Ich würde auch einfach reingehen. Hallo Leute. Mal sehen, das Subjekt, nach dem Mojo gefragt hat, ist... Verstecken! Ist das das Subjekt von heute? Ja, wir fangen sofort an. Setzt es auf die höhere Stufe. Mein teures Subjekt. Teures Subjekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt? Genova. Das sah eklig aus. Oh, Tinnitus, nicht schon wieder. Genova, sehr viel Rotz. Also, sie haben es hierher gebracht. Sveneta, sei stark. Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich, noch am Leben. Oh, ist sein scheiß Kopf! Das Ganze ist hier verbrannt. Lass uns weitermachen. Okay. Als wäre nichts geschehen.
So, auf hinter Hojo Mojo. Und hier ist noch eine Kiste. Mit Substanz Gift. Komm, geben wir sie Barrett. Ganz am Anfang habe ich immer Fehler gemacht, dass ich die Substanzen jeden Charakter separat gegeben habe, aber es hat dann halt nur gelevelt, wenn ich den Charakter kämpfen ließ. Und das war irgendwie doof gemacht. Aber das war früher. Mittlerweile bin ich schlauer geworden. Helena. Helena? Oh, so heißt sie also. Was willst du? Wir nehmen Helena wieder mit. Außenseiter. Hättest du früher merken können, sollen du. Es gibt so viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaub ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre? Hm? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. Oje. Zeneta, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Einer gefährdeten Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich dich helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier? Das ist schrecklich, Helena ist Mensch. Dafür wirst du bezahlen. Exo, kannst du nichts tun? Also, zurücktreten. Stopp! Was machst du? Oh, meine teuren Subjekte! Stimmt, jetzt muss ich wieder richtig handeln. Fällt mir gerade ein. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Jetzt hast du die Chance, Helena zu schnappen. Jetzt habe ich nämlich nicht gesehen, wer das gesagt hat. Ich habe es einfach irgendwie gesagt. Oh oh. Sveneta, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt. Das ist ein sehr wildes Subjekt. Er ist ziemlich stark. Ich helfe euch raus. Es hat gesprochen. Später spreche ich so viel du willst, Fräulein. Übernehmen das Monster. Kann jemand Helena an einen sicheren Platz bringen? Ach ja, ich muss genau Exo sagen, wer soll es machen, ne? Ich bin grad da. Exo, pass auf sie auf. Wie heißt du? Scheiße, wie soll ich den nennen? Hojo hat mich
Red 13 genannt. Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. Okay, dann nennen wir dich einfach... Red. Wir lassen es dabei. Komm schon. Mir ist jetzt der passende Name eingefallen. Und genau für den habe ich das Feuer-Dingens genommen. Oh mein Gott. Ha, er kann mich nicht vergiften. Ha. Tja, da guckst du was? Reißzahn! Scheiße, Barrett, also unser Exo, hat natürlich jetzt was mitgenommen, was wir hätten gebrauchen können. Was kann man dem rauben? Nicht verstehen, okay. Ah, Red hat die Analyse auch, okay. Jawohl! Der 702 HP. Alter! Heilen wir uns mal. Ah, der in der Mitte kann nichts mehr machen. Okay, Jackie. Attacke! Du hast Feuer in deinen Fäusten. Was aber nichts bringt, dann zaubere lieber Feuer. Ist besser. Alter. Okay, der ist weg. Wir haben gewonnen. Juhu. So.